Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Wolfenstein The Old Blood. Wir sind jetzt höchstwahrscheinlich am Ende des Spiels angelangt, beziehungsweise wir stehen kurz vorm Finale, weil es gibt jetzt nur noch einen einzigen goldenen Gegenstand einzusammeln. Oh, der liegt sogar vor uns, sehr gut. Und ja, mit anderen Worten, es kommt jetzt höchstwahrscheinlich gleich zum Finale. Wow. Weißt du, was dich da erwartet, Helga? Holy shit. Ja, aber klar, das Feuer macht mir Aua. Boah, wie viele Wände öffnen sich da denn jetzt bitte noch? Oh oh. Ich höre schon irgendetwas stöhnen. Ich mache mal Akimbo an. Alter! Boah! Ihr Schweinefürsten! Alter! Nein! Mach doch! Alter, habt ihr mich erschreckt, ihr Säcke! Ist jetzt mal endlich gut hier? Alter! Sturmgewehr. Dafür habe ich so viel Munition. Das muss ich jetzt auch mal aufbrauchen hier. Geht weg, verdammt nochmal. Ey. Das gibt's ja gar nicht. Ey, jetzt mach doch mal hinne hier. Oh, und natürlich kann ich nicht drüber springen. Ich fasse es nicht. Die Türen öffnen sich halt so lahmarschig, wie es nur geht. War das so gedacht von den Erbauern? Dass sich die Türen so lahmarschig öffnen, wie nur irgend möglich? Das kann doch nur von Nachteil sein. Stellt euch mal vor, ey, die Kerle gehen jedes Mal hier nach unten, lösen diesen Mechanismus aus und jedes einzelne Mal müssen sie so scheiße lange warten, bis endlich die Scheißtür offen ist. Das macht doch auch keinen Spaß. So, da oben. Sehr gut. Das letzte sammelbare Goldstück ist gefunden. Perfekt. So. Oh. Konzeptzeichnung, innere Schatzkammer. Die dunkle, düstere und seit langer Zeit vergessene innere Schatzkammer ist die größte Kammer in König Ottos geheimnisvoller unterirdischer Anlage. Yay. Das ist schlecht. Ey. Franz, mein Ober, Sie können Ihre Finger nicht vom Feuer lassen, hm? Aber diesmal verbrennen Sie. Sie sind dieser Drecksamerikaner, oder? Der meinen Jäger Rudi getötet hat, hm? Ich muss sagen, Sie sind ganz schön zäh. Was haben wir denn da? Ja, das hätte uns etwas Zeit erspart. Ich verstehe diese Symbole nicht. Oh, Fortuna, so merkwürdig und unvorhersehbar. Ich könnte sie... Weg! Ich fühle mich wieder wie ein kleines Kind, das im Wald nach Schätzen gräbt. In diesem Moment wird Geschichte geschrieben. Ich gehöre jetzt zu den größten Abenteurern dieser Welt. Für mich sind Sie nicht als ein Regimeschwein. Sehen Sie, Schreiner. Ja, aber es ändert nichts. Bisher konnten Sie weder mich noch General Strasse beeindrucken, Helga. Meine Güte, Schreiner, Sie sind ein solcher Kohärentenkacker hier, sehen Sie. Der Code auf König Ottos Karte entspricht genau den Symbolen hier auf diesem Podest. Das ist die Kombination, Sie Idiot! Na bitte. What the hell? Was geht? Sie, dass es richtig ist, Helga. Ja, nun machen Sie sich nicht gleich ins Ziel. Alter! Alter! Oh, hallo! Du bist
das Geheimnis, was? Was? Ich habe lecker, lecker Fleisch für dich. Yeah. Amerikanisches Fleisch. Gagane! Hört er auf sie? Na bitte. Sehen Sie, Schreiner? Sehen Sie. Ich würde ihm nicht trauen. So beherrscht man ein Monster. Ich würde ihm immer noch nicht trauen. Ich gestehe, ich bin beeindruckt. Aber warum hat König Otto dein schönes Gesicht vor der Welt versteckt, hm? Ein Gesicht, das nur die Mutter lieben kann. Zeit zum Fressen. Anna, bitte! Nö! Ha! Da war der Kopf abgebissen. Ja, geil, ey. Ja, besiege das Monster, yo. Wie soll ich das denn hinkriegen? Helga hat in ein altes Hornissennest gestochen. Ich muss mich erstmal um dieses Riesending kümmern. Ey, Attack on Titan, anyone? Ernsthaft? Ein Viech, das scharf auf Menschenfleisch ist und so riesig ist? Oh, ey. Darum ging es also in diesem zweiten Dokument. Jetzt ist die Frage, wie töte ich das? Hä? Ach, ich muss in sein Maul schießen. Ja. Wow. Sein Maul ist die einzige Stelle bei ihm. Ey, wollt ihr mich verarschen? Seht ihr das krasse Vieh da? Wäre es nicht geiler, wenn ihr euch erstmal darum kümmern würdet, anstatt um mich? Ich weiß, ja. Das habt ihr davon. Hä? Au. Au. Hilfe. Nein, aua. Irgendwie trifft er mich manchmal. Ach so, weil ich mich ducke. Junge, kümmere dich lieber um das Vieh, das wahllos alles tötet. Wie wär's mal mit der Idee, Einstein? Au. Allzu viel Schaden scheint das Ding ja noch nicht zu machen, also ich habe noch Glück. Aua. Nein, Alter. Ja, was soll ich denn sonst machen? Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist halt in das Maul von dem Vieh zu schießen. Aber dabei werde ich ja ständig von diesen scheiß Soldaten unterbrochen. Ah, das hasse ich ehrlich gesagt auch. So. Ich verstehe jetzt langsam, glaube ich, das Vieh ist blind. Oder? Au. Ich glaube, das Ding ist tatsächlich blind. Ernsthaft, wieso muss der Kampf dadurch noch schwerer gemacht werden, als er ohnehin schon ist? Das ist doch Bullshit.
Verzieh dich. So, halt mal ein bisschen still. Hältst du ihn bitte noch aus? Moment. Und weiter. Also, gibt es hier irgendeine andere Strategie? Ich mein's ernst. Ich hab das Gefühl, ich muss wahrscheinlich irgendetwas mit ihm machen, während er sich das Gesicht schützt. Also während er sich so die Hände vors Gesicht hält. Aber meine Frage ist dann auch eben, was soll ich machen? Gibt es hier vielleicht noch irgendwo Gesundheit? Ah, hier. Sehr gut. Und noch Rüstung, sehr gut. Okay, die Rüstung lasse ich erstmal. Moment, ich werde mal ein bisschen mit Akimbo Schockhammer hier von Namen. Vielleicht bringt das ja was. Akimbo Sturmgewehr nochmal. Ja, ja. Ah? Hast du genug? Auch immer noch nicht, im Ernst? So, die Zombies erledigen. Die Zombies erledige ich lieber. Laufen über mir noch irgendwelche Nazis rum? Nö, aber Zombies. Au. Ja, vorsichtig. Nein, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, ich glaube, so langsam wird das was. Ja! Geschafft! Nimm Helgas Akte an dich, okay? Das Ungetüm. In den Tunneln tief unter Wulfburg führten König Ottos Gelehrte okkulte wissenschaftliche Experimente durch, die auf Fragmenten von alten Pergamenten beruhten. Aus irgendeinem Grund ließ der König die Stadt niederbrennen und alles, was sich in den Tunneln befand, wurde verschüttet und geriet in Vergessenheit. Das ist jetzt aber keine Beschreibung vom Ungetüm. Das ist jetzt eher eine Beschreibung aus der Vergangenheit. Innere Schatzkammer, das hatten wir ja. Lebst du noch oder was? Die Kontrolle verlor. Tja. Pech gehabt, ne? Das kommt davon, wenn man mit Mächten rumspielt, die man nicht versteht und die nicht von dieser Welt sind. Wir haben es nicht kapiert. Sie hatten nie die Kontrolle. Ja. Streng geheim. Au.
Der Stein kam jetzt aus dem Nichts. Scheiße. Scheiß Tote einfach überall. Ach. Fergus. Fergus. Kommen Sie. Helfen Sie mir, Sie fauler Hund. Wie geht's dem Kopf, Blesko? Wie haben Sie mich gefunden? Habe einen Notruf von Pippa bekommen. Haben Ihre Leiche gefunden. Wesley haben Sie auch, Fergus. Scheiße, Verfluchte. Komm, junge Dame. Wir müssen dich hier wegbringen. Hey, hören Sie zu, Blesko. Wir können nicht ändern, was passiert ist. Sie haben ganze Arbeit geleistet und die Akte gefunden. Jetzt wissen wir, wo Totenkopfs Basis liegt. Ja, wir wissen es. Können Sie das glauben? Ich habe diesen Traum. Etwas Wichtiges. Aber es ist weg, wenn ich aufwache. Es war nicht die Zeit für Träume. Ach, verflucht. Hab vergessen, aufs Klo zu gehen. Warum haben Sie mich nicht daran erinnert? Sehe ich aus wie Ihr Babysitter, Fergus? Ach, scheiß drauf. Basta! Sie haben es diesem Scheißmonster richtig gegeben, BJ. Aber das Größte ist noch da draußen. Das ist vielleicht unsere letzte Chance, das Regime zu stürzen. Wir müssen sie nutzen, verdammt. Die verfluchte Welt zählt auf uns, oder nicht? Aber kein Druck. Bis auf meine verfluchte Blase. Das Monster stirbt nie, wie oft man es auch tötet. Es wechselt nur seine Haut, verändert seine Gestalt. Ich fühle, wie das Gewicht der Welt auf mir lastet. Aber ich stemme mich dagegen. Ein letztes Mal. Dann ist Schluss. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning.
Freedom soon will come. Then we'll come from the shadows. Hoi, alles klar, Leute. Das war Wolfenstein The Old Blood. Ganz ehrlich, hat mir wirklich sehr gefallen. Also, hätte ich echt nicht erwartet. Gerade halt, dass es am Ende um Nazi-Zombies geht. Klar, das ist jetzt wieder eine Sache, die total oft schon gemacht wurde. Aber ich fand das hier relativ gut umgesetzt. Also, es hat mich jetzt nicht großartig gestört. Klar, es ist auch so ein, man kann es jetzt auch als ein kleines bisschen lächerlich bezeichnen, Nazi-Zombies, bla bla bla. Aber, naja, die Nazis haben, es gab ja vorher noch diese Organisation in the New Order, die halt diese ganzen technischen Fortschritte gehabt hatte, und hier gab es dann halt etwas mehr Okkultes, was durchaus okay ist. Also, fand ich nicht schlecht auf jeden Fall. Ich werde darauf auf jeden Fall nochmal in meinem Fazit eingehen. Das werde ich allerdings erst im nächsten Part aufnehmen. So eine Kleinigkeit, die ich mich jetzt gerade auch frage. Weil am Ende haben wir ja jetzt Fergus gesehen. Und ich habe Fergus in the New Order gerettet. Wenn ich jetzt die andere Person gerettet hätte, dessen Namen mir jetzt leider entfallen ist, hätte ich dann ihn am Ende von The Old Blood gesehen? Wäre interessant zu wissen. Naja, jedenfalls, es war auf jeden Fall auch ein krasser Endfight. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, die haben die ganze Zeit in ihren Dokumenten, also nicht die ganze Zeit, in dem einen Dokument, haben die ja von einem Viech geredet, das immer größer geworden ist und aus seinen Wunden dampft, wo ich mir denke, wo zum Fick ist dieses Vieh überhaupt? Und dann habe ich es gesehen, ja. Endboss hat sich ja natürlich perfekt dafür geeignet. Alles klar, Leute. Dann würde ich glatt sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Projekt hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und wir werden uns dann auf jeden Fall zum nächsten Part noch wiedersehen, zu meinem Fazit zu dem gesamten Spiel. Also dann, Leute, vielen Dank nochmal fürs Zusehen und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Part von Wolfenstein The Old Blood, wo ich mal mein komplettes Fazit zu dem Spiel ziehen werde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.